dem Monitor sitzt und für euch spielt und mit mir. Hallo, wir wollen jetzt einmal hier die Waffe, diese Pfeil und Bogen, richtig geiles Design schon mal. Hier auch so mit den Spinnenweben. Ein Fail auch irgendwie so, dass da halt irgendwie kein Seil ist, was man zurückzieht. Und jetzt kommen wir mal so, wenn man ranzoomt, man hat nicht dieses typische Fadenkreuz, sondern man hat jetzt diese vier Punkte über sich. Und auch noch zu sagen ist, dass man halt, also so läuft man halt ganz normal. Und man muss beachten, dass der Pfeil eine Schwerkraft hat, also er fällt nach unten. Ja. Also jetzt auf den Baum oder so kann man noch auf den obersten Punkt zielen. Aber angenommen, man will jetzt eigentlich noch den Leuchtturm, ist jetzt ein bisschen blöd, aber da seht ihr schon, er fliegt runter und das ist eine Schwierigkeit dabei. Und ja, wir haben, also ich habe mich mal ein bisschen eingespielt mit der Waffe, also ich habe es zumindest versucht, weil, also am ersten Tag, wo ich mir die Waffe gekauft habe, habe ich direkt einen richtig geilen Score gerissen und so. Und Nachhinein. Ja, und jetzt irgendwie auf einmal so. Ich treffe gar nicht mehr und ja, aber was wir so aus unseren Erfahrungen sagen können, die Waffe kann auf jeden Fall One-Shot-Kills machen, das heißt, sie macht 84 Schaden. Ja. Also wenn man einen Durchschuss halt auf 5 hat. Mhm. Sonst ist es halt eine sehr langsame, wie Philipp schon gesagt hat, dafür mit unendlich Schuss, genau. Was erneut ist. Ich hoffe, man muss was sagen. Sonst kann man nicht mehr viel zu der Waffe sagen. Also, es ist halt für Leute sozusagen, die gut snipen können, eine neue Herausforderung. Ich kann ja eigentlich auch sogar eigentlich recht gut snipen. Ja. Weil, wie schon gesagt, es ist halt ein ganz anderes Feeling. Ja, Spielgefühl. Ja. Also, ich habe jetzt 5 auf Unsichtbarkeit. 1 auf Zielmarkierung, 1 auf Elixier und 5 auf Piercing Shot. Ja! Nebenbei hat er dann noch das Messer der Royals, oder Übermesser der Super. Royals. Und den Granatwerfer und ich bin ins Wasser gefallen und ich bin schlecht. Ja. Und nebenbei wollten wir uns aber für die ganzen Lecks entschuldigen. Wir wissen nicht, warum das passiert, weil wir fast volle Internet haben, nur, ja. Ey, warum sieht er mich denn jetzt? Wenn er mich jetzt sieht, ist er Pro. Schaffst du das mal? Das ist doch. Ja, nur ich würde jetzt gerne mal die Waffe testen für euch, nur ich muss jetzt irgendwie erstmal an Land schauen. Wenn ich jetzt Elixier mache, bin ich direkt gefickt. Ja, ich vermute, die KD wird total scheiße. Nein! Scheiße! Kacke! Ja, also wir probieren einfach jetzt ein bisschen damit zu spielen. Ja. Und ich habe mich auch gerade entschieden, also ich zock die Waffe eigentlich, also wir können sie eigentlich empfehlen, weil ich konnte damit eigentlich auch mal ganz richtig gut umgehen. Doch jetzt irgendwie, ich versorge mir damit irgendwie immer mit meine KD und... Ja. Och. Oh! Wie ihr gerade auch schon gesehen habt, wir haben gespielt, also Philipp hätte gerade auch mit einem Knife kommen können, nur er wollte euch zeigen, wie gut die Waffe ist. Ja, also ich will jetzt nichts mehr so gegen die Waffe sagen, aber die Waffe ist schon eigentlich wirklich schwer. Gut. Ja, sie ist schwer zu spielen, aber sie ist gut. Ja, wenn man sie gut spielen kann, jetzt hat man gewonnen. Das ist ja bei jeder Waffe so durch. Ja. Der Nachteil ist halt auch dafür, dass es eine sehr weit, sehr langsam Waffe ist, wie die Draguno, ist bei der Waffe das Zoom nicht, also kann man nicht so weit zoomen. Ja, und das ist halt ein bisschen schwerer, damit dann so Airborne und Souls zu machen oder so. Ich hab's das schon mal geschafft, direkt an dem Tag, wo ich es mir gekauft habe. Aber. Ja, jetzt irgendwie im Moment nicht mehr. Und wir wollten euch jetzt nochmal fragen, Rückmeldung über das Intro und so. Ja. Haben wir noch nicht so eine konkrete Rückmeldung bekommen und wir denken einfach, dann nehmen wir jetzt halt im Moment einfach Alters weg. Das vom letzten Video auch. Genau. Ja, also weil das finden wir einfach eigentlich auch beide am besten. Ja.
Wir wollten das nochmal mit einer anderen Kamerafahrt machen. Das heißt, dass die Kamera um das Ganze und um den ganzen Text herumfährt. Das ist ein bisschen, also wir finden, wir wissen zwar nicht genau, wie es ist, aber wir packen das dann auch mal an ein Video dran. Ja, und wir wollten jetzt auch noch das Projekt Minecraft nochmal ansprechen. Ja, wir haben uns da noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ob wir das jetzt... Ey, guck mal, wie das jetzt leckt. Ja, das tut uns auch nochmal leid. Ja, mir tut's... das ist scheiße. Ja, also, wir haben da über uns nochmal Gedanken gemacht. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass wir das wahrscheinlich machen wollen. Nur, wir wissen nicht, in was für Abständen das kommen könnte, weil Minecraft macht eigentlich sehr viel Spaß nebenbei so, aber BFH ist halt unser Hauptprojekt. Ja. Und deswegen kommt bei Minecraft dann eher irgendwie zweimal im Monat, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, wir wissen es noch nicht genau, wir müssen mal gucken. Ja, wir wissen irgendwie auch noch nicht, was wir machen, ob wir, also ich denke mal, wir werden coole Sachen machen, also so Tutorials, ja, so zu Sachen, so wie so eine Ein- und Ausfahre Treppe zum Beispiel, oder eine Obsidian-Farm, oder keine Ahnung, also sowas machen wir, oder wir machen Survival-Modus, ja, also, wo wir dann alles halt so von Anfang an so nur aufbauen müssen. Also wir hatten so eine Zwischenidee, ja, ich hab ihn gekillt, ja. Wir machen das so, wir spielen erst im Survival-Modus, bis wir dann so unser Standard, also so Standard. Nein, nicht Survival. Survival Mode ist mit Herzen und so. Und Creative Mode ist ja, das war halt, also das war am Anfang nachher halt Survival Mode spielen und alles craften und sowas, erstmal Bäume fällen müssen gehen und sowas. Und dann später nach einer Zeit, wenn man wieder uns selber so, aber ich kann nicht zoomen, jetzt Haus gebaut haben, aus den also gecraftet, mit den gecrafteten Sachen, dann wollen wir in Game Mode drüber gehen und dann Sachen bauen, die gigantischer sind, sagen wir. Ja, weil irgendwann, wow, dann denke ich irgendwie, das könnte auch langweilig werden. Ja, bin, also Alter, was war das denn? Ja, auf jeden Fall, also es gibt ja, also diejenigen, die von euch Minecraft spielen, die wissen sicherlich, wenn man sich eine Welt erstellt, kann man einstellen, ob man mit Cheats spielen möchte oder ob man halt richtig im Creative Mode spielen möchte, also dass man die ganze Zeit auch fliegen kann und so, oder das, oder dass man halt nur im Survival Mode spielt. Also wir meinten das eigentlich, dass man so die eine richtige Welt hat oder so, also wo man nur so Creative Mode spielt. Aber wir können das auch so machen wie Justin, ja, das gesagt hat. Und da seid ihr gefragt, schreibt es in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ob ihr lieber nur Game Mode haben wollt, also Creative Mode meine ich, oder Survival Mode und Creative Mode zusammen, oder halt nur Survival Modus. Schreibt es also in die Kommentare. Und was, dann ich, euch. Und was ich auch noch sagen wollte, ich habe bei meinem eigenen, also auch bei meinem eigenen, ja, wie soll ich das, bei meinem eigenen Account so, habe ich jetzt in ein paar Tagen Mob-Spawner gebaut, also wo die halt alle, also wo die NPCs halt spawnen. Ja, das können wir auch nochmal da spielen. Und da drunter hatte ich dann halt noch eine Mob-Falle gebaut, also eine Lava-Falle, aber dass die Items halt nicht verbrennen, sondern, also ich habe mir da halt so eine Falle aus YouTube runtergesucht, ist natürlich nicht von mir, und ja, ich habe schon zwei Sticks Schwarzpulver jetzt voll, und ja, das schon. Ja, das werden wir vielleicht auch einmal zeigen, wir packen dann die Map halt auf dem Server und dann zeigen wir die euch mal so als Tutorial und Let's Show zusammen. Ja, und was ich heute auch noch gesehen habe, das würde ich auch noch sagen, man kann jetzt auch solche Golems oder Gnomes oder so machen, indem man vier Eisenblöcke wie in so einem Tee zusammen macht und dann da oben drauf einen Kürbis setzt und oh fuck, und die bewachen dann das Haus. Also die bewachen dann ein Haus und schützen das Haus dann auch so vor NPCs und so. Also ist richtig gut, nur ein Eisenblock besteht halt aus neun
Eisenbarren und das ist sehr teuer und so. Ja. Ja, das Gameplay neigt sich jetzt irgendwann hoffentlich gleich auch mal dem Ende zu. Ja. Es war jetzt gleich, also jetzt gerade schon Cut, weil wir die 10 Minuten Grenze von Bunnycam überschritten haben, aber laufen ist nicht so schlimm. Ja. Ja, also was sagen wir zu der Waffe? Wir sind ein bisschen vom Thema abgehört. Ja. Oh, das ist geil, noch zwei Leute drin. Dann beenden wir gleich auch das Gameplay, wenn es nicht mehr zu Ende geht, wenn zu wenig Leute drin sind. Also zu der Waffe, wie viele Sterne würdest du der Waffe geben? Von 10 oder von 5? Von 10, weil du spielst sie ja gerade. Von 10 würde ich ihr 7 geben. Ja, also es gibt... Du? Ja, also ich würde auch so ungefähr so viel geben, weil ich gebe ihr paar Punkte für die Originalität, also ist ja was Neues. Ey, guck mal, mit Zielmarkierung treffe ich nicht, ne? Aber so durch den Baum, das ist ja richtig. Dann finde ich noch gut, dass sie unendlich Schuss hat. Ich finde gut, dass es mal was Neues ist, aber ich finde nicht so gut, dass die, also dass es nur so ein ganz kleines, also der Zoom nicht so gut ist, dass sie ja! dass sie nicht gerade schießt, das wäre leichter, aber ja, ich weiß nicht, dann wäre es nicht mehr so eine Herausforderung und ich finde auch nicht so gut, dass sie so langsam schießt. Ja, aber das ist aber... Ja, sonst finde ich es eigentlich gut. Und wir denken auch eigentlich, bald wird die Waffe als overpowered, also die wird gepatcht wahrscheinlich, weil der Panzerhunter könnte ja auch One-Shot-Kills machen, aber er wiederum hat ja nur einen Schuss und die hat ja unendlich und deswegen denken wir schon, dass es dann irgendwann gepatcht wird, weil es einfach... Es ist eigentlich schon overpowered, ja, aber fuck. Scheiße, bitte. Aber, ja, keine Ahnung. Und jetzt tritt jetzt ein Pregame ein und ja. Jetzt beenden wir die Aufnahme mit einem Abonnieren, kommentieren und wir lesen jedes Kommentar. Ciao, haut rein.